Willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033, Folge Nummer 70, nee, nicht 70, 007. Mein Name ist Bond, James Bond, bla bla bla, Witz, haha. Wir hatten die letzte Folge eigentlich auf... Die Hintergrundgeräusche nerven mich gerade. Wir hatten die letzte Folge eigentlich aufgehört, nachdem wir uns Ausrüstung gekauft hatten. Ich glaube, das Spiel hat allerdings nicht gespeichert. Das heißt, wir müssen nochmal Filter kaufen und ich glaube, wir müssten theoretisch auch nochmal den Schießstand machen. Aber ich glaube, das machen wir nicht. Ich gucke aber mal nach. Brauchen Sie Mond? Dann fragen Sie mich. Okay, der Schießstand ist zu. Er hat gespeichert. Und wir müssen Filter kaufen. Naja, Filter hat er nicht gespeichert und wir kaufen auch mal. Der Rest ist reserviert. Nehmen Sie sich ein paar. Sind immer nützlich. Unsere Waffen müssen wir wahrscheinlich auch. Ja. Kommen Sie, schauen Sie. Probieren Sie aus und kaufen Sie. Ja. Nehmen Sie sie. Ist die letzte. Sehr schön. So, passen einen Bastard, einen Kolben an den Bastard dran. Das sollte uns ein bisschen helfen. Wir hatten. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Mich nerven die Leute hier gerade. Also, es sollte uns ein bisschen helfen. Voranzukommen, das hatten wir eigentlich schon letzte Folge gemacht. Wir hatten ja letzte Folge schon Kolben dran gemacht, dann haben wir den Schießstand gemacht, um das ganze Geld zurückzubekommen. Das nervt mich jetzt gerade extrem, dass er nicht gespeichert hat. Ich habe aber auch keinen Bock, den Schießstand nochmal zu machen. Das heißt, wir gehen jetzt, nachdem wir die Filter gekauft haben, direkt zurück zu Bourbon, der ja hier irgendwie festsitzt oder so, weil er Schulden hat und die kann er nicht abbezahlen. Wahrscheinlich müssten wir ihm da aushelfen. Obwohl er uns eigentlich seine AK versprochen hat, dafür, dass wir ihn einfach begleiten. Die ganzen Gespräche, die kennen wir alle schon. Bla bla bla, lass mich vorbei. Nein, halt die Fresse, klatz mich, halt die Klappe, lass mich in Ruhe. La 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 la. Also, ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Etwas passiert sein musste. Die Waffe hatte bereits alle darin. Das reden die alle durcheinander, das ist unglaublich nervig. Dürfen wir jetzt durch, oder wie? Okay. Bourbon? Als wenn du es nicht wüsstest. Halt die Klappe und verschwinde. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber klar. Wenn du nicht durch willst. Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Stell dir vor. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Verdammt. Ich hasse das so sehr. Was denn? Welches Tor? Das Tor ist nicht dicht. Das Tor zur Oberfläche. Na, sieht ruhig aus. Die Luft ist rein. Los! Danke. Viel Glück, Leute! Wir müssen hier weg. Warum müssen wir jetzt hier weg? Ich verstehe es nicht. Bewegung, Junge! Okay, das war wohl die Hanse, die Schulden eintreiben wollten. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, grunzte Bourbon. Willkommen zu Hause, Artyom. Ja, ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu laut. Ich habe da eine Soundeinstellung rumgemacht. Audio, Musiklautstärke. So,
Hä, was willst du jetzt? Ach, Gasmaske. Und jetzt ganz vorsichtig. Wo war das nochmal, Gasmaske? Und hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suchen nach Schrott, Mumm, alles, was sie ausgraben können. Manchmal findet man die Toten steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen. Durchsuche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Ja. Oft bauen die sich an der Oberfläche Verstecke, nur für den Fall. Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Munition haben. Die Frage ist nur, wieso ist der gestorben? Was haben wir denn hier? Ah, ein Filter. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Ja, ich sehe mich mal um. Ein bisschen Moon. Klasse. Danke, mein Freund. Wir sind an der Oberfläche. Fällt mir gerade erst auf. Also, ich habe es noch gar nicht so ganz realisiert, weil der Übergang ist ein bisschen plötzlich, muss man sagen. Also dafür, dass die Oberfläche so furchtbar... unwörtlich sein soll, sieht das ja eigentlich ganz normal aus. Also sieht aus wie unten, bloß ist ein bisschen heller. Oh, Falle. Au, 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 au. Gut, dass wir ein Medpack gekauft haben. Eigentlich müsste ich hier gar keine Taschenlampe brauchen. Oh. Alter! Schreck mich nicht so! Scheißding, du! Ich habe auch an der Helligkeit geschraubt. Mir ist nämlich aufgefallen, dass das Spiel zu dunkel ist. Seltsamerweise hat sich darüber keiner beschwert. Obwohl es stockdüster war. Komisch, ne? Pfeile? Gibt's einen Bogen in dem Spiel oder eine Armbrust oder so? Oh, Filter wechseln. Wo ist das Viechchen? Hier führt Blut lang. Aufpassen, wo es hinlauf. Ich glaube, ich bin im Versteck von einem Stalker auf der Spur und ich renne die ganze Zeit in seine Fallen. Sieht schon geil aus. Okay, da ist eine Tür. Was ist dahinter? Gruselige Zeichnung, check. Gruseliger Baum, check. Safe, check. Frage ist natürlich, wo ist der Schlüssel? Das war wahrscheinlich der Wohnbereich des Stalkers. Neuer Eintrag. Tote Stadt, Eintrag 1. Von dem Tag, an dem ich in der Metro endete, träume ich davon. Ach nee, von dem Tag an dem ich in der Metro endete, träumte ich davon, wieder nach oben zu gehen. Diese magische Stadt meiner Träume wiederzusehen. Die lebendige Stadt meiner Kindheitserinnerung. Doch was ich tatsächlich auf der Oberfläche sehe, ist ein Gespenst. Trifft's gut. Ein Albtraum. Ich kann sie nicht wiedererkennen. Ich kann mich kaum mehr erinnern, dass ich früher dort gewohnt habe. Dass meine Mutter und ich dort gewohnt haben. Wie glücklich wir waren. Oder auch nur ihr Gesicht. An nichts davon kann ich mich erinnern. Was ich gehofft hatte, dass ihr Gesicht, ihr Lächeln wenigstens für einen winzigen Moment zurückkommen würde, wenn ich hier nach oben ginge. Es geschah aber nicht. Ich bin völlig alleine und ich habe kein anderes Zuhause mehr als die Metro. Mein guter Artyom, du hattest noch nie ein anderes Zuhause als die Metro. Du bist in der Metro aufgewachsen.
Es muss seltsam sein, 20 Jahre lang in der Metro zu leben, also in der Untergrund und dann in die Oberfläche zu kommen. Dann ist ja die Oberfläche für die das, was für uns der Untergrund ist. Und zwar eine komplett fremde Welt. Kann man die kaputt machen? Nee, gell? Okay. Kann man nicht kaputt machen, ne? Schade. Fehlt ja schon wieder alle, super. Wir haben nichts gefunden, wir haben nämlich den Schlüssel von dem Safe gar nicht. Wieso habe ich immer das Gefühl, es kommt jederzeit, jeden Moment ein kleines Viech um die Ecke oder sowas. Ja, das ist Viech. Ja, brüll du nur. Ah, das ist ein Freund von ihm. Sind das Hunde oder was sollen das sein? Wenn das eine Ratten waren. In der Metro, diese Schleicher, wenn das Ratten sind. Dann müssen das ja theoretisch Hunde sein, oder? Hm. Ich habe jetzt keinen Schlüssel oder sowas gefunden. Das ärgert mich so ein bisschen. Haben aber noch nicht alles durchsucht. Vielleicht finden wir ja trotzdem noch irgendwo was. Also wenn ich das Stalker wäre, dann würde ich das nicht alles an einem Ort aufbewahren, sondern... Das ist aber ein fetter Skorpion. Ein Ohren... Das ist ein fetter Ohrenkneifer. Das ist kein Skorpion, das ist ein Ohrenkneifer. Ich habe die Dinger schon immer gehasst. Und jetzt sind sie auch noch riesig. Super. Geil. In so einer Welt will man ja leben, nicht wahr? Hat er vielleicht noch irgendwas an sich? Alter, hört auf mit dem... Das war's mir wert. So, da hinten habe ich irgendwas Rotes aufblitzen sehen. Gut auf dem Visier. Der Raske, weg damit. Haben wir Munition. In irgendeinem Spiel gab es mal einen Gegner, der hat den Loot gefressen, wenn man nicht schnell genug war. Und da fehlt es schon wieder leer. Jetzt müssen wir hier beeilen. Da haben wir den Schlüssel. Ob der Filter schneller leer geht, wenn wir rennen? Müsste ja theoretisch der Fall sein, oder? So. Ah, Granaten und neue Filter? Neue Filter, ein Filter. Immerhin etwas, ne? Ich lasse mir die Taschen aber mal an für den Fall, dass das Spiel immer noch zu dunkel ist, dann seht ihr wenigstens etwas. Alter, diese scheiß Ohrenkneifer, die... Wieso sind die so groß? Ehrlich, wieso sind die so groß? Ich verstehe es nicht. Na gut, dann gehen wir mal raus. Bereit? Gehen wir. Ja, mehr oder weniger bereit, ne? Ich weiß ja nicht so recht. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Also will ich aber auch hoffen, dass ich die bekomme. Nicht, dass es ganz umsonst war. Was soll? Ach du. Versteck dich, Junge. Was ist das denn für ein Vieh? Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann krieche in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Ich glaube, beides trifft, ist ganz passend, oder? Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Ja, willkommen zu Hause. Spring, ich fang dich auf.
Das glaubst du doch selber nicht. Wir werden da bestimmt runterfallen. Okay. Nein, 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 nein. Komm schon. Ach toll, die. Ach du. Verdammt. Du musst außen rumgehen, Artyom. Nicht in die Pfützen treten, sonst wirst du verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger-Versteck. Beeil dich und iss keinen gelben Schnee. Was zum Teufel? Fuck, 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 fuck. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Wohin jetzt? Da hoch wieder, ne? Na, das ist weg, oder? Ne, es kommt wieder. Hat das uns gesehen? Ich glaube schon. Das Ding ist nervig. Jetzt ist es weg. Das kommt ja wieder, so ne. Verarschen, du Scheißding, du. Ist es jetzt weg? Das kommt aber schon wieder, sobald wir irgendwie hier rausgehen. Jo. Wie war das mit in der Ritze verstecken? Irgendwas hat da hinten eine Plattenflasche umgeworfen. Aber zumindest sind wir hier jetzt erstmal sicher. Was zur Hölle? Dämonen, super fliegende Ratten oder was? Irgendwas wirft hier die. Irgendwas wirft hier die ganze Zeit Sachen um. Oder schießt. Vielleicht ist das Bourbon. Okay, tot. War aber nicht alleine. Alter! Wenn ich auf dich schieße, dann stirbst du, du blödes Ding. Und ich schon wieder einen Filter wechseln, sonst geht die Filter aus. Wir müssen uns hier beeilen. Der hier hoch.
Ja, die Dinger nerven. Was soll? Was geht denn jetzt ab? Oh. Na toll, jetzt werden wir noch verrückt. Jetzt werden wir von komischen Mutantenhunden verfolgt. Fliegenden Viechern verfolgt. Oder einem fliegenden Viech verfolgt. Dann von Mutantenhunden. Und jetzt werden wir verrückt. Ich glaube, wir haben zu viel Wasser getrunken. Und da hinten feuert Bourbon. Alter! Da ist ein Pfeil. Was war das denn für ein Viech? Okay, was macht... Und Filter. Ich glaube, das war so ein Schwarzer, oder? Wie gesagt, ich habe das Spiel mal durchgespielt, aber ich kann mich ans meiste nicht mehr erinnern. Also jede Reaktion von mir hier ist echt. Vielleicht soll ich eine Facecam anmachen. Hab nur keine. Ich gehe da mal runter. Ein Luftdruckgewehr. Das kann da mal bleiben, ja? Wie geht's jetzt wieder raus, ist die Frage, ne? Hier wahrscheinlich, ne? Ach du Kacke. Die Viecher da, das ist ja... Krieg's Kotzen bei den Dingern, ey. Scheiß Zombiehunde. Ne, nicht Zombiehunde, Mutantenhunde. War super Atmosphäre bei dem Spiel. Ich geh mal lieber in den Van. In den man nicht rein kann. Naja, toll, schon wieder Filter. Wo lang? Wir dürfen uns ja gar nicht so lange an der Oberfläche aufhalten, weil wir ja keine, weil wir ja immer Filter brauchen. Brauchen wir die Gasmaske? Ja. Mein Controller fängt an zu vibrieren. Okay, wie komme ich jetzt da rüber? Fuck. Nein. So ein Scheiß. Wenigstens sind wir wieder an der Oberfläche, also an Land. Okay, wie kommen wir da jetzt rüber? Das ist die Frage, ne? Wir müssen da rüber, ist klar. Die Frage ist nur, wie kommen wir rüber? Hier rüber springen? Erscheint mir wie Selbstmord. Doch hier durch. Wahrscheinlich, ne? Nur eine Leiche. Was haben wir denn noch hier alles? Kommen bestimmt wieder Mutantenhunde.
Ich habe nämlich das Gefühl, die kommen hier immer wieder. Und wir haben keinen Schlüssel. Das heißt, hier ist noch irgendwo ein Schlüssel. Verdammte Scheiße. Oh, da liegt ja jemand. Ja, liegt jemand. Ich weiß ja nicht, ob man das noch als jemand bezeichnen kann, wenn das nur eigentlich nur noch ein Stumpf ist, ne? Und hier geht's raus, okay. Natürlich. Filter wechseln. Wieso können die nicht vollständig aufgefüllt werden? Das war Bourbon, glaube ich. Glaube ich. Guck mal, was da ist. Ist da sonst noch irgendwo ein Viech? Ich sehe gerade nichts. Luft scheint reicht rein zu sein. Uiuiuiui. Ich traue mich gar nicht, die Folge zu beenden. Aber wir müssen sie ja irgendwann beenden. Das sind ja schon mal 27 Minuten. Ich glaube, ich beende die Folge einfach mal hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir sehen, was sich hinter dieser Türe befindet. Bis dahin. Ciao. Und vielen Dank fürs Zusehen oder so.